Soko Potsdam beim ZDF ist eine wundervolle Serie. Und noch schöner ist, dass sie dabei ist. Sie spielt die Kriminalhauptkommissarin Tamara Meurer. Herzlich willkommen, Anja Pahl. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo, mir geht's gut. Ich bin in Pankow zu Hause. War denn Kriminalhauptkommissarin irgendwann mal auf deiner privaten Berufswunschliste drauf? Eigentlich nicht. Also ich habe da gar nicht dran gedacht, weil ich überhaupt nicht an Film gedacht habe, komischerweise. Ganz lange, ich komme vom Theater. Und aber wenn, also mir wurde das von außen eher immer beschrieben. So, Anja, Mensch, du kannst doch Polizei. Du bist doch Polizei. Das ist doch ganz klarer Fall. So war das hier auch bei der Ausschreibung, witzigerweise. Als das ausgeschrieben war, haben ganz viele Leute, Anja, hast du die Ausschreibung gelesen hier? Das passt doch 1a zu dir. Und meine Agentin dann auch. Und da dachte ich, sag mal, irgendwie, gut, dann schauen wir uns das mal an. Das war witzig. Ja. Scheint ganz gut geklappt zu haben. Wer jetzt von der Soko Potsdam noch nie was gehört hat, ich weiß, man könnte an der Stelle schon vermuten, wo das Ganze stattfindet. Was ist bei euch das Besondere? Mein Eindruck ist, dass das ein bisschen mehr menschelt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ich glaube, dass man ein bisschen mehr atmen kann zwischen den Figuren und den Leuten und dass man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, vielleicht auch kleine private Geschichten zu erzählen. Das ist mein Eindruck. Ich bin ja jetzt erst seit einer Staffel dabei, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass man den Kommissaren vielleicht ein klein bisschen mehr Raum gibt. Ja. Und ich glaube, die Freundschaft zwischen den Kommissarinnen ist auch ein schönes Alleinstellungsmerkmal, oder? Ja, das war ja, also die Kollegin vor mir, mit der Caroline Eriksson zusammen, die Katrin Jähne, das war ja eine richtige Polizistinnenfreundschaft. Die haben zusammen die Ausbildung gemacht und sind zusammen im Kommissariat. Und ich bin jetzt seit einem Jahr dabei. Und die Luna war schon, glaube ich, auch ein bisschen traurig, dass ihre Kollegin weg ist. Und musste sich jetzt erstmal mit einer neuen Figur sozusagen anfreunden, also mit einer neuen Kollegin. Aber so ist es ja im Berufsleben auch, ne? Da kommt man irgendwo ins Ensemble, kommt jemand Neues, muss man erstmal gucken, check, check, haut das hin, wie ist der Humor, was geht und so. Also wir mussten uns erst etwas annähern sozusagen. Muss ja auch Spannung entstehen, ne? Wenn so ein neuer Charakter reinkommt. Ja. Und was ist die Tamara so für eine? Ist das, wenn die jetzt bei dir anrufen würde und sagen, Anja, hast du Lust auf Kaffee trinken? Würdest du sagen ja oder würdest du sagen, du, oh, ganz schlecht heute? Ob ich Bock habe auf Kaffee trinken? Ich weiß es gerade nicht so ganz genau. Ich finde die ganz cool. Die redet aber, glaube ich, irgendwie auch nicht so viel. Also ich wäre neugierig, aber ich weiß nicht, ob ich natürlich würde ich zum Kaffee, natürlich. Ich würde sagen, come on, komm rein. Let's go, jetzt erzähl mal was. Was geht ab? 2021 bist du eingestiegen. Hattest du denn vorher, ich meine, wir sind in der Zeit, da gibt es irgendwie 2 Milliarden Serien. Hattest du vorher mal privat Soko Potsdam geguckt? Ja, ich habe immer mal reingeguckt. Wenn man ins deutsche Fernsehprogramm schaut, kommt man an Krimis eigentlich auch nicht vorbei. An keiner Soko, an keinem Tatort, an keinem Westerwald-Usedom-Krimi. Ja, man guckt mal rein, man informiert sich auch, was da so los ist. Ja, habe ich. Aber natürlich jetzt im Zuge dessen, dass ich dann da ein Casting mache, habe ich natürlich noch mal ein bisschen gezielter geguckt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und als du damals privat geguckt hast, hast du so gedacht, da hätte ich schon auch Bock? Oder hast du da als ganz normale Zuschauerin reingeschaut? Ich habe tatsächlich als ganz normale Zuschauerin reingeguckt. Ja. Aber ob mich die Fälle interessieren oder was geht da ab? Und dann denke ich, ach, die Klinikerbrücke ist aber schön. Ach, ist das schöne Aufnahme. Potsdam ist auch irgendwie nett. So. Potsdam ist sehr schön, ja. Wirklich wahr. Ja. Bin ganz überrascht und geflasht. Man kommt ja als Berliner kurioserweise gar nicht so oft nach Potsdam. Man schaut dann, man macht dann mal die Klassenfahrt. Oder man macht mit Mutti und Vati und wenn Oma und Opa da sind, dann sagt man mal, heute fahren wir mal, heute machen wir Sanssouci. So. Oder man geht mal ins Filmtheater und dann fährt man nach Werder zur Baumblüte und zum Fest. Ist das so? Und jetzt ist es so, dass ich da durchlaufe und denke, das ist ja wahnsinnig schön. Es ist nicht zu fassen, wie schön das ist. Ja, es ist wirklich, wirklich schwer zu glauben, wie schön Potsdam ist. Ich glaube, es gibt da tatsächlich auch noch andere Ecken, Sterne und so, die gibt's auch, die dürfen wir auch nicht vergessen. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut bei der Soko Potsdam, dass man ein bisschen, jetzt sag mir mal bitte die Mehrzahl von Milieu. Milieus? Die Milieus, die verschiedenen Milieus, da auch zu sehen sind. Na, wir haben da nicht nur Villen, auch wenn die Villen natürlich extrem dort sind, ne?
wie in der Toskana. Ja. Man denkt ja immer, mein Kollege Michi Lott, ich muss es sagen, wir sind dann mal beim Drehen so vorbei und dann sage ich mal, wer wohnt hier? Das sieht aus wie in der Toskana. Ich schaue gar nicht gerade in die Kamera und hab's versprochen. Das sieht aus wie in der Toskana und dann sagt er, Anja, das kann man nicht erarbeiten. Das erbt man. Das fand ich irgendwie, also weil das ist schon irre, was da rumsteht, muss man wirklich sagen. Definitiv. Es gibt ja auch Wohnungen in Berlin, da sage ich immer, boah, die sind so hübsch, das ist irgendwie ganz oben riesig, irgendwie so Fenster, wie es nie einer designen würde. Und da sagte mal ein Bekannter, das sind Diplomatinnenwohnungen. Die kriegt man, die kann man auch nicht, die werden vererbt. Ne? Und dann hast du plötzlich eine Villa in Potsdam. Genau. Um dich herum sind ganz, ganz tolle SchauspielerInnen. Michael Lott hast du gerade genannt. Dann ist da noch Skander Amini und natürlich Caroline Eriksson. Ja. Hattest du denn mit einem von diesen drei Talenten vorab schon mal zu tun? Oder war das so ein bisschen, hi, ich bin die Neue? Ja, ich hatte mit keinem zu tun. Ich habe vorher sehr wenig gedreht tatsächlich. Also mal einen Polizeiruf, mal WAPO Berlin. Aber ich habe meine Dreherfahrung hält sich tatsächlich sehr in Grenzen. Bis dahin, bis letztes Jahr. Und weil ich einfach war immer eher so im Theater zu Hause, ja. Mit kleinem Abstecher zum Musical und so. Ich habe mit keinem von denen gearbeitet. Habe mich sehr gefreut und die haben mich auch sehr, sehr herzlich aufgenommen. Ist eine sehr nette Truppe, auch der ganze Stab und das ganze Team. Ist furchtbar nett. Furchtbar nett. Nein, es ist echt wirklich toll. Das glaube ich. Es hat was unfassbar Familiäres, muss man wirklich sagen. Und es macht mir bei solchen Sachen immer meistens Spaß, bei euch auch, wenn ihr alle vier beieinander seid und eine Gruppenszene habt. Ich persönlich neige dazu, auch mal zu gucken, ob irgendwann einer anfängt zu grinsen. Das liegt auch daran, dass ich Saturday Night Live sehr mag. Und wenn da jemand aus dem Charakter rausbricht, ist das immer das Schönste. Aber ihr scheint euch, obwohl ja auch mit Humor bei euch nicht gespart wird, ihr habt euch gut im Griff, ne? Wir haben uns gut im Griff. Ich bin ja auch so ein Lachwurzen und mit Herrn Lott ist es tatsächlich oft auch sehr schwierig. Muss man wirklich sagen, da muss man dranbleiben und wir haben, wenn man so anfängt, sich einzulachen, dann ist das auch ganz schwer, weil es irgendwo dann immer, man reißt man sich zusammen und sieht, wie sehr sich der Kollege zusammenreißt und dann merkt man, kriegen wir nicht zu Ende. Ich habe diese Apas auch wahnsinnig gern. Das macht großen Spaß, ja. Aber das Pensum ist tatsächlich teilweise so eng, dass manchmal auch gar keine Zeit dafür bleibt. Ich wünschte, es gäbe da mehr Raum dafür. Aber vielleicht passiert das auch nur, weil es so eng ist. Dass man irgendwo muss man sich Luft verschaffen und irgendwo muss man dann mal kurz den Kopf aufmachen, dass es irgendwo raus kann. Also könnte auch sein. Und auf der Theater- und Musicalbühne würde ich der eine oder andere auch gesehen haben, 2014 bis 2016 warst du bei Hinterm Horizont, die Erstbesetzung von Jessys Mutter sowie die Pressesprecherin und als Zweitbesetzung die Jessie von heute. Und Jessie wurde damals hauptsächlich von der großartigen Josephine Busch gespielt, die hier auch zu Gast war. Auch unglaubliches Talent. Ich glaube, ihr beide auf der Bühne habt aber auch Spaß gehabt, oder? Ja, also ich bin da später dazugekommen. Ich war sozusagen nicht die First, also ich war die First Cast in der Produktion, aber die Uraufführung hat eine andere Kollegin gespielt. Ich kam da dazu, 2014. Hast du gerade schon gesagt, wiederhole ich. das hat großen Spaß gemacht, ja. Das ist ja so das Ost-Berlin, East-German-Girl. Das war auch so eine lustige Geschichte, weil da kamen auch Kolleginnen auf mich zu und so, Anja, sag mal, hast du die Ausschreibung gesehen hier, Mädchen aus Ost-Berlin? So, und ich so, ja. Das war mein erster Kontakt mit Musical tatsächlich überhaupt. Ich hatte eine unfassbare, Ehrfurcht ist vielleicht das falsche Wort, aber einen Respekt, ja. Aber es gibt eben tatsächlich Musicals, wo das günstig ist, wenn man vom Spielerischen kommt. Und ich glaube, das war bei dem Udo Lindenberg-Musical so, da haben einfach viele Schauspieler auch mitgewirkt. Eben Rock, Pop, das andere kann man ja nicht singen, ja. Und da passte das irgendwie ganz gut. Ja, wir haben da Spaß gehabt, das war eine tolle Show. Ich finde, dass die auch wunderbar gepasst hat an dem Potsdamer Platz. Schade, es ist 5 Jahre gelaufen. Ich glaube, es waren 5 Jahre. Das ist eine sensationell lange Zeit für so ein Musical. Und ich finde eigentlich, dass das hätte dort bleiben können, an diesem Ort. Also ich, das ist, finde ich schade, weil es ist einfach Geschichte. So. Du, ich habe auch gedacht, das bleibt für immer. Ja. Ja. Aber vielleicht, ja. Vielleicht kommt es wieder. Aber es war toll. Und wer ist auf dich zugekommen und hat gesagt, du, da gibt es eine Ausschreibung, Go Trabi Go? Das war ja jetzt ein Wink. Go Trabi Go, war genau das Gleiche. Da kamen auch Kolleginnen auf mich zu. Du lachst dich kaputt. Und nee, es gibt bei der ZAV, das ist Künstlerfernsehvermittlung hier in Berlin, die sich da rührend um Spieler und die Musical
Ich komme nochmal rein. Die ZAV Musical ist wahnsinnig engagiert und da gibt es Ausschreibungen. Ich habe das auch gelesen und dachte, ja gut, Rabiko, mit dem Film bin ich groß geworden auch. Aber ich habe mich da auch überhaupt nicht gesehen in der Rolle der Mutti. Es waren wieder Kollegen, Anja, hast du es gesehen? Das passt zu dir. Und ich so, hä, wie jetzt Mutti? Und die Regisseurin, mit der hatte ich 10 Jahre davor am Theater im Kurfürstendamm shoppen gearbeitet, schrieb mir dann, liebe Anja, kannst du sächsisch, bist du die Mutti? Lieben Gruß, Katja. Und ich, wie? Also da muss jetzt irgendwie doch was dran sein. Gehst du mal hin. Ich habe vorgesungen, ich habe vorgetanzt. Die Regisseurin hat geweint, weil das kann man gar nicht angucken, wenn Schauspieler tanzen. So war es dann. Und das war auch große Freude. Und das war auf Sächsisch und das hat mir großen Spaß gemacht. Regie hatte Katja Wolf und für dich gab es den Deutschen Musical Theaterpreis in der Kategorie Beste Darstellerin in einer Hauptrolle für eben die Rolle Rita Struz. Wahnsinn. Ja, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich sage immer ganz liebevoll, aus Respekt auch vor den Kollegen, Musical zu studieren und das zu singen und zu tanzen und das Schauspiel kommt oft zu kurz, aber ich kann das im Leben nicht singen und ich kann das auch im Leben nicht tanzen, was da eigentlich erwartet wird für ein Musical, Musical, Musical. Hier war es eine Uraufführung. Ich finde, das ist auch ein bisschen eine Trash-Komödie geworden und ich finde, dass man honoriert hat, dass man sich spielerisch einer Figur nähert und dass das auch beim Musical geht. So, mit den KollegInnen, mit denen ich da nominiert war, ich kann das im Leben nicht sehen. Ich muss einfach so ehrlich sein. Es wurde eben honoriert, dass das schön gespielt ist. Was ein bisschen traurig war, das Casting war für Go, Trabico. Einen Tag vorher ist bekannt geworden, dass Marie Gruber, die Hauptrolle gespielt hat, in dem Film gestorben ist. Ich wusste das durch Kollegen schon ein kleines bisschen vorher. Und das war unfassbar wehmütig, wenn man als Kind mit so einem Film groß wird, mit Familie, mit diesem ganzen Sommer der DDR-Zeit. Das war irgendwie, war sehr sensibel für mich, habe ich gemerkt, beim Casting da so vorzusprechen für ein Stück. Und die Originalschauspielerin aus dem Film ist irgendwie einen Tag vorher gestorben, das war absurd. Aber so dicht ist es manchmal beieinander. Ja, so dicht. Aber das hat ganz toll Spaß gemacht. Es läuft an der Komödie Dresden und wir gucken mal, ob wir dieses Jahr das auch nochmal aufnehmen im Herbst. Und ja, es ist ein toller Cast. Diese Reise auf so eine kleine Bühne zu bringen, ist schon irgendwie ist eine gute Zeit. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, wegen welcher Ausschreibungen sind in letzter Zeit KollegInnen auf dich zugekommen? Wo sehen wir dich bald? Ja, stimmt, weil sich das jetzt so wiederholt hat. Ja, aber man hat manchmal man hat manchmal so ein anderes Bild von sich. Meine Agentin, die sagt immer, Anja, man kann gar nichts dafür, was man ausschwitzt, ja? Also so, du kannst nicht, das kann man manchmal gar nicht beeinflussen. Und da sehen manchmal andere was, wo man sich selber vielleicht gar nicht sieht. Aber Polizei finde ich auf jeden Fall total knorke. Aber ich kann auch mehr als Polizei. Also ich kann auch noch was anderes. Ich glaube, das hast du längst unter Beweis gestellt. Ja, meinst du? Ja. Und ich glaube, dass aber trotzdem jetzt bei Soko Potsdam auch jetzt mit euch das Thema Frauenfreundschaft zwischen deiner Figur und der von Caroline Eriksson schon so ein bisschen wächst wieder, oder? Ja, wir sind jetzt, finde ich, auf eine gute Reise gegangen. Also sie hat, glaube ich, jetzt auch Vertrauen gewonnen, dass die redet vielleicht nicht so viel und es ist vielleicht jetzt nicht dieses, dass die total gebondet sind, aber ich glaube schon, dass die jetzt Vertrauen gekriegt hat auch zu Tamara. Ich bin gespannt, wie das da weiter geht, Tamara Luna und all die anderen. Soko Potsdam gibt es im ZDF. In der Mediathek könnt ihr euch die Arbeit von Anja Pahl angucken. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Vielen Dank. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und heute ist der Tag. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, was du gleich sagen möchtest. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wunderbarer Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Fang klein an. Jeden Tag ein bisschen. Benutzt Wasser wirklich nur so lange, wie ihr es braucht und lasst es nicht lang laufen, weil es super aussieht. Überlegt, brauche ich das wirklich in Plastik oder geht es vielleicht auch ohne? Alterne Kleinigkeiten machen die Welt besser. Auch wenn es pathetisch klingt, aber es ist wahr. Wir sehen uns morgen wie jeden Tag zur Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Anja. Bis dann. Was ich noch nie in einer Kamera gesagt habe, es gibt sehr, sehr vieles, aber ich dieses ganze Leben mit Theater, mit Film und allem drum und dran. Ich schaffe das nicht ohne ein wahnsinnig gutes Netz. Ohne meine Familie, ohne meine Freunde, Freundinnen, Freunde, meinem Freund. Und ich muss dafür einfach mal Danke sagen. Für diesen Support und für diese Unterstützung über all die Jahre. Und dieses an mich glauben. Und
Meine liebe Freundin Erika hat einen schönen Satz gesagt. Ja, er hat Talent, aber hat er auch Fortune? Und es gibt so viele tolle Schauspieler da draußen, die manchmal keine Chance bekommen zu drehen oder irgendwie, dass sie gesehen werden und so toll sind. Und ich möchte einfach, ich habe Mitte 40 meine ersten großen Drehtage gehabt. Einfach dran glauben, weitermachen, nicht aufgeben.